Frau Engers, bitteschön. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, was soll ich sagen? Ist ja kurz zusammengefasst. Ich finde, na erstmal Gratulation, Frank. Ja. Danke, Sascha. Deswegen auch verdient an Mehring heute. Erste Halbzeit, ja, war es heute, ich bin einfach enttäuscht, muss ich ganz offen sagen. Mir fehlen auch da im Moment noch so ein bisschen die Worte, weil die Art und Weise, also erste Halbzeit sage ich noch, wir haben halt versucht, das Spiel zu machen. Wir haben es ganz schlau gemacht, haben sich tief gestellt. Und da haben uns dann in gewissen Situationen angelaufen und haben dann ja, einfach mit Nadelstichen uns dann schon Probleme gemacht. Wir hatten ja schon Glück, glaube ich, nach 10 Minuten, wo der Innenpfostenschuss dann rausgeht. Vielleicht wären wir im Nachhinein besser reingegangen, vielleicht wären wir dann wach gewesen. Auf jeden Fall haben wir die erste Halbzeit dann ja, noch eigentlich auch noch 1-2 Chancen gehabt bei Standards, aber so die richtige Idee, um durchzukommen, haben wir nicht gehabt. Waren halt viel mit uns selbst beschäftigt, viel am Diskutieren untereinander. Das ist das, was mich heute so ein bisschen gestört hat. Vielleicht war es auch einfach, weil wir es heute gut machen wollten und halt auch die Chance gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute irgendwie die PS nicht auf die Straße gekriegt. Wir waren in der ersten Halbzeit schon, ja, sage ich mal, spielerisch vielleicht überlegen. Aber ich sage ja, zündend wurden wir nie. Und in der zweiten Halbzeit dann, über das 1-0, da rede ich mich kolossal drüber auf, wir kriegen dreimal den Ball, also wirklich dreimal, sind dreimal in Überzahl und verlieren den dreimal, so lange, bis er dann im Tor drin ist. Und das passt dann, und dann auch beim zweiten Gegentor. Also ich finde einfach, dass wir viel zu schlecht umgeschaltet haben, in den direkten individuellen Zweikämpfen waren wir überhaupt nicht präsent. Und so kannst du nicht den Pokal gewinnen halt. Ne? Pokal ist halt ein Spiel, da muss auch ein Punkt da sein. Und das waren wir heute nicht, und ich weiß nicht, der eine oder andere von den Jungs versteht es vielleicht nicht, weil es wäre eine Riesenmöglichkeit jetzt gewesen. So oft hast du es nicht, dass du ins Finale kommen kannst. Jetzt bist du so weit gekommen und schenkst das dann heute so lapidar halt in Anführungsstrichen her. Natürlich gehört auch ein Gegner zu, da sage ich nochmal ein Kompliment. Haben es gut gemacht, und ja, nichtsdestotrotz insgesamt gehen wir jetzt als Verlierer nach Hause und ja, müssen jetzt Wunden lecken und haben wir jetzt auch ab Samstag dann Winterpause, und dann wünsche ich auf jeden Fall dem Frank und dem SV Mehring, dass wir wenigstens dann vielleicht gegen ja, den Titelsieger dann wenigstens heute verloren haben. Ja, danke.